So me, Jakob und Timo, we went to Mount Kenya. Ich gedacht, ja, kann jetzt nicht so schwer sein. Ja, Pustekuchen. Morgen geht's auf den Mount Kenya und nein, wir haben keine Equipment dabei. Wir haben gestartet in Nairobi, da wurden wir als erstes von unserem Guide ausgestattet, vor allem die Magda, die hatte an sich gar nichts dabei. First time hiking ever. Hi, who are you? I'm here in Nairobi, standing next to a car. So super exciting. What? Mr. Snow. Yes. Who the fuck is Mr. Snow? Hi, Mr. Snow, who the fuck are you? To hear from you, this is Mr. Snow calling. Also, die Magda kommt aus Polen, mag Alpakas und say something in German. Erstbücke. Nairobi angekommen, morgen geht's auf den Mount Kenya. Catwalk, baby. Das sind unsere Träger da hinten und das Lustige ist, die glauben, wir sind normale Touristen mit knapp 70 Kilo Film-Equipment. Wir starten am Sirimon Gate auf 2650 Meter. Es geht die nächsten 4 Tage da hinten. Da sieht man den Mount Kenya. Genau, wir werden ziemlich viel Spaß haben mit viel. Mata, it's so fun here. We were all very excited about this. And I think guys were genuinely excited. And I was excited only because I didn't know. I was completely unaware of what's gonna happen. Hi, why are you so close to me? And this excitement faded away very quickly when I realized that there's a lot of walking involved and not much talking. Man hat relativ schnell gemerkt, dass die Luft schmal wurde oder man hat schwer Luft bekommen, zumindest ich. Und nach den ersten Metern hatte ich dann schon keine Lust mehr. Timo, you okay? You having fun? It's so much fun here. I like it. It's so f***ing cool. You sure you have a f***ing? Ah, okay, you stay here, Timo. Angekommen, erste Station, 3300 Meter. Gibt glaube ich nichts Schöneres bei minus 3 Grad auf 3000 Metern in einem Regenbogen. Schlafsack zu schlafen. The sky that night was one of the most beautiful things I've ever seen. Good morning! How are you? Sonnenschein, blauer Himmel, wir starten den Tag Nummer 2. Der Timo ist total motiviert, Magda ist fertig mit den Nerven. Ach, gestern erfolgreich. Schauen wir mal, wie es heute läuft, ob der Insel da hochkommt. Aber es schaut, glaube ich, ganz gut aus. Vielen Dank. Schön, dass das wenigstens eine Person an mich glaubt. Temperatures in the morning when we left must have been around 5-7 degrees, and then it kind of moved up to 30-35 degrees. So the temperature difference was massive. So diese 600 Höhenmeter war so dieses typische, der typische Höhenunterschied, den wir pro Tag zurückgelegt haben, dachten wir am Anfang zumindest. We walked for a very long time, and this was when I started to realize that maybe, perhaps, that this wasn't the best idea to do my first hike on like almost 5000 meter mountain. Was super beeindruckend war, war dann der erste Weg, als wir dann über diesen Hügel gegangen sind und dann so den ersten Blick auf die Spitze hatten. Having so much fun walking and sliding off those rocks, and we just had lunch and I had an egg and it was amazing. Look, it's carrots. I never saw a sandwich with a carrot in it. Why would you put carrots in a sandwich? But it tasted like heaven at that point. This was the best thing ever. Zweite Station, 4300 Meter, um 4 Uhr angekommen. Um 7 Uhr geht es dann in die Higher. Wir stehen um 1 Uhr auf, um 2 Uhr geht es dann los. Wir haben morgen in der Früh innerhalb von 4 Stunden einen Aufstieg von knapp 600 Meter. Der Magda geht es auch gut. Die hat schon Selbstmord, Gefährdungsgedanken. Yeah.
Airbag so much fun hier! So toll! Ich hab's hier gleich. Wearing, I think, like 10 layers of different clothing and I was still freezing. I think it's just the temperature difference. Es war sowas von abnormal kalt. Wir haben 18.38 Uhr. Ich bin jetzt da vermummt in meinem Bett. Weil wir wieder um 1 Uhr aufstehen. Digga. Ich komm um. These are the days of the open highway. These are the nights of the cloudless sky. Wie did it? Wir waren oder kommen gerade vom Mount Kenya. Magda ist am Ende ihrer Nerven, hat schon die ersten Tränenkugeln lassen. Ich bin ziemlich stolz auf uns drei. Wir sind heute gegen kurz vor zwei gestartet, durch die Nacht da hochgewandert, hatten dann einen wunderbaren Sonnenaufgang. Es war ein richtig, richtig, richtig harter Kampf. Und natürlich, was macht man auf Mount Kenya? Ist natürlich klar, wenn man schon mal auf Mount Kenya ist, dann muss man auch definitiv ein Nacktfoto machen. I thought that this is gonna be super easy from now because we just climbed the summit in the darkness and it was super hard. So right now, whatever happens is gonna be easier. Well, I was wrong, obviously. Die Magda war die ganze Zeit hinter mir und hat halt geweint. Also. Timo, stupid. I feel really terrible. I twisted my ankles 3 times. My ears hurt. My sinus hurts. So I feel like I'm gonna be sick. I haven't washed myself in 3 days. And I'm not and gonna wash so happy myself for the world. For next day. It's a little bit tragic. Yeah, and I have a runny nose as well. Irgendwas sind wir gelaufen und gelaufen und gelaufen und ich dachte, es hat einfach kein Ende. I watch it fall down to the ground, cut off the things that weighed me down. There's nothing left I'm trying to hide, living life now feeling free inside. Feeling free inside. See the beauty of the sun, another day has just begun. I start to dream and start to see, wonder what the world has for me. What it has for me. So I'm moving on, I'm moving on. Up and I realized that I can't walk anymore. So I just felt like I just want to call someone to come and pick me up. But then I realized there's no signal. Ja, und wie soll das dann weitergehen? Die Magda hat dann irgendwo gestreikt und meinte so, ja, sie will jetzt da irgendwie das Militär anrufen, um abgeholt zu werden, aber ja, wenn man halt kein Netz hat, dann and then we were walking for 2 hours and I asked the guide, so, you know, like you said, it's 2 hours. Where is this camp? Oh, the camp is by the lake and the lake is behind the mountain, which is behind this mountain. Don't cry, baby, don't cry. So yes, we could see it, but it was again like 2 days of walking away. Just, it was a challenge and I was really very close to giving up. But the problem is you can't give up on Mount Kenya because there's no signal. So no one's going to pick you up anyway. But then once we reached that camp, I think I was the most happiest person in the world. Hello world, wake me. Absolutely thrilled. Guten Morgen, wir haben 6 Uhr. Wir sind momentan bei der 4. Station angelangt. Gestern waren wir 16 Stunden unterwegs. Sind wir beim Lake XY. Es geht weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Jetzt sind es noch 3,5 Stunden bis zum Pickup Point. Ihr könnt die Magda fragen. Traut niemals Afrikanern bei Zeitangaben. There's a moment where I realized I would die. What?
Ja, also Sie meinten zu uns 1,5 Stunden, das heißt für einen normalen Europäer wahrscheinlich eher 3 Stunden. 4 oder 5. Auf jeden Fall, wir leben noch. Hey, dann möchte es starten, das Auto geht nicht. Dieses Gesicht, der war so, Timo, was bist du eigentlich? Pack die scheiß Kamera weg. I'm really proud that we did it, and I think it was a massive challenge. I think it was one of the biggest challenges of my life, but I think there are no limits to what we could do. Because as soon as I realized that how much of a physical challenge it is to actually do this, I was a little bit petrified when I started, you know, feeling my muscles aching, and I started feeling the aperture changes in my ears, and I twisted my ankle, and I was just feeling sick and really weak. And at the end of the day, we actually did it, and we all managed to do it. And so, man muss es einfach mit seinen eigenen Augen gesehen haben, glaube ich, und dann kann man sich viel vorstellen im Voraus, aber es ist einfach doch so anders als die Alpen. Aber was ich für mich mitnehmen kann, ist, auch wenn man das Ziel nicht sieht, dass man immer weiterlaufen muss. Du weißt eigentlich nicht, wann du an dem Ziel angekommen bist, und dann plötzlich bist du da und denkst dir dann einfach nur so, wow.